Der hat immer... Die haben ja immer alle was dabei. Nichts. Ha! In die Arschbacken geschossen, Freunde. Seht ihr mal, wie das ist? Dankeschön. 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 Ah, und hier war unser Kollege. Guck mal, haben sie ihn erschossen, diese Schweine. Weil er eine Geldbörse dabei hat. Weil man auf dieser Insel auch so viel damit... Bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Ross. Mach dir jetzt keine Sorgen, okay? Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Oh Gott, Ruff ist noch am Leben. Freunde, wir sind doch nicht alleine. Da ist irgendwas. Ah. Hier ist Feuer erforderlich. Weil da ist Schrott drin, den hätte ich gerne. Mist, aber das können wir nicht, weil wir kein Feuer haben. Können wir irgendwie sonst Feuer machen? Nein. Das ist nur ausweichen, hüpfen. Schade. Schade, schade. Aber auch wenn wir eine Fackel hätten, hätte es nichts gebracht, weil der Wasserfall hätte das Feuer wieder ausgemacht. Ah, da ist Schrott. Nice, 110. Oh, da gibt es auch noch was. Da oben leuchtet irgendwas. Was ist das denn? Wer hat das zurückgelassen? Ah, okay. Neue Herausforderung. Pyromania. Und irgendwas war da oben noch. Okay, da kann man aber nur gegenspringen. Ups. Das wollte ich eigentlich machen. Bergtempel ist hier. Ah, guck mal hier. Hier ist wieder eine Stelle, wo wir was machen können. Und da will ich jetzt mal ganz kurz hin. Aha. Hier ist wieder... Oh, hier ist auch wieder was. 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen.
Denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Heftig. Freunde, heftig. Ich glaube, hier passieren noch sehr, sehr, sehr krasse Dinge. Hier wird noch ordentlich was kommen. Alleine, was wir jetzt schon rausgefunden haben. Oh. Okay, wir können Kisten einfach kaputt laufen. So, und ich würde ja gerne mal... Autsch. Irgendwie versuchen, da reinzukommen. Tatsächlich wird das Feuer da ausgehen. Muss mal gucken, ob es hier nochmal eine Feuerquelle gab. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ne, hier gab es nämlich keine Feuerquelle. Und es gibt auch gar keinen anderen Weg mehr hier rein. Das heißt, vielleicht finden wir irgendwann Streichhölzer, weil ich habe keine Idee, wie wir sonst mit der Fackel hier reinkommen können. Ohne, dass hier das Feuer ausgeht. Da habe ich nämlich keine Ahnung. So, Pfeile sind voll. Wir gehen jetzt erstmal zur Lagerstelle. Und gucken mal, was wir machen können. Bei allen Problemen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Roth einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. So, und ich habe jetzt mal geguckt, so wie jetzt Lara erklärt hat. Alter, hier kann man ja so gut wie alles upgraden. Das ist ja richtig geil. Die Sachen kann man upgraden, die Waffen kann man upgraden, die ganze Ausrüstung. Fähigkeiten können wir jetzt mal wieder eine ausbauen, auf jeden Fall. Tierische Überlebenskunst. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und lebensverbesserte Bergung. Durchsuchen Sie Kisten, Truhen. Nein. Ich will irgendwie was haben, wo man mehr Sachen tragen kann. Pfeile wiederfinden. Finden Sie Bogenschütze, ziehen Sie Ihre Pfeile aus neutralen Pfeilen. Das können wir, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr Munition transportieren. Ja, das würde ich am besten mal machen. Das meistern wir mal. Erhöht Gesamtmunitionsmenge, die für Ihre Waffen... So. Und jetzt steht hier nämlich, wir können unsere Schnellreise benutzen. Hier gibt es sogar eine Schnellreisestation. Und wir sollen hier schnell hinreisen. Oder? Nee. Aber hier sollen wir hin. Aber da können wir nicht hinreisen. Da müssen wir zu Fuß hingehen. 2 von 10 Laras Tagebücher auf jeden Fall gekriegt. Und man sieht jetzt, sie verändert sich auch. Hinten die Taschen. Das wird mehr. That's really interesting. Oh, da sind Leute. Alter, Maul. Au. Schießen können sie aber trotzdem gut, die Kollegen. Auch wenn ich nur ein Mädchen bin, habe ich euch trotzdem getötet. Mein Fall. Das mit dem Bogen ist auf jeden Fall eine saugeile Idee. Oh, guck mal, hier sind Pflanzen. Das ist bestimmt für die Nahrung.
Munition, Leben. Ah, hier ist wieder was Verstecktes. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Okay, da hält sie sich nicht fest. Auf jeden Fall ist das Spiel echt dynamisch. Also von der Bewegung von Lara her jetzt. So, bevor wir nämlich hier weitergehen, gucke ich nochmal hier nach. Bin ja so ein wissbegieriger Mensch. Ich will immer alles finden. Da ist sogar noch was, was wir verpasst haben. Ah, Waffenmodifikation verfügbar. Okay, wir können unsere Waffe modifizieren, weil wir jetzt genug von diesem Schrott gesammelt haben. Können wir hier rein? Nein, können wir nicht. Aha. Zwei von fünf Laternen haben wir zerstört. Da gibt's jede Menge nebenbei, die wir machen können, Freunde. Wir gucken natürlich, dass wir, oder wir versuchen, alles mitzukriegen. So, das sind die Laternen, wo man ja das Feuer rausholen kann. So. Wow. Wow, wo sind wir denn hier gelandet? Da ist er. Oh, oh. Ja, das ist natürlich blöd. Wenn das mit dem Y-Drücken nicht klappt. Ich habe gedacht, man kriegt so eine Anzeige, wo man denn drücken kann, aber Irrtum von Amt. So, hier haben wir alles aufgesammelt, genau. Lautlos-Kill. Für Lautlos-Kill drücken Sie Y in der Nähe des Gegners. Alles klar. So. Da vorne ist noch einer. Den müssen wir auch irgendwie tot kriegen. Da müssen wir mal schauen, dass wir die beiden irgendwie tot kriegen, ohne dass der andere davon was mitbekommt. Ja, das Feuer breitet sich wirklich aus. Au. Au. Oh, Alter, fick dich. Wenn die mich bemerken, ich bin sofort down, ey. Da kannst du gar nichts gegen machen. Das ist ja krank. Das ist ja Wahnsinn. Gar nicht so einfach, Freunde, das Game. Sieht leicht aus, ist es aber nicht.
Oh, fuck, 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 das Feuer breitet sich auch aus. Ja, wenn wir bemerkt werden, sind wir tot. Also da kannst du, da kann man nichts gegen machen. Das ist unglaublich krank. Irgendwie funktioniert das auch nicht richtig mit dem Y. Also, weil ich drücke immer genau vor ihm die Taste. Nur er, sie macht da nichts und er bemerkt uns dann.